Benjamin, Endspiel heute um den Aufstieg. Es hat leider nicht gereicht. Was geht in dir vor? Ja gut, die Enttäuschung überwiegt jetzt natürlich zuerst. Es ist jetzt schwer, Worte zu finden direkt nach dem Spiel. Ich glaube, wir haben uns heute über 95 Minuten super als Mannschaft verkauft. Ich denke, natürlich ist es ärgerlich, jetzt im Finale gescheitert zu sein. Dennoch geht es für uns weiter. Für uns war wichtig, uns gut hier zu präsentieren, den Zuschauern guten Kampf zu leisten, als Mannschaft geschlossen auftreten. Und ich denke, das ist uns trotzdem alles in allem gelungen. Und jetzt gilt es uns natürlich aufzurappeln, die kommende Runde dann die Kräfte zu mobilisieren und dann das Ganze nächstes Jahr nochmal in der Landesliga anzugehen. Habt ihr heute die volle Leistung bringen können, die ihr vorgehabt habt zu bringen? Ja, ich denke, man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir phasenweise schwer reingekommen sind. Wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Ballbesitz, gerade was das Spiel nach vorne betrifft. Ich denke, Heddesheim hat da leichte Feldvorteile gehabt. Dennoch war es immer wieder gefährlich durch schnelle Konter, die wir gesetzt haben, wenn die Jungs aus Heddesheim aufgerückt waren. Ich denke, hätten wir es einen Tick sauberer ausgespielt, letztendlich hätte da was rausspringen können. In der zweiten Halbzeit war es etwas besser. Ich denke, wir waren 15, 20 Minuten spielangebend, haben dann eine Riesenchance zum 1-0, die der Marco leider nicht nutzen kann. Und kriegen natürlich im Gegenzug direkt das 1-0 aus 25 Meter. Und dann wird es natürlich richtig schwer, gegen so eine Mannschaft wie Heddesheim dann auch zurückzukommen. Aber ich denke, alles in allem haben wir einen Riesenkampf gezeigt, denke ich, heute. Wie geht es jetzt für dich persönlich in der nächsten Saison weiter und für deine Mannschaft? Gut, ich denke, für mich persönlich und auch für die Mannschaft, das war jetzt ein Rückschlag. Wir haben sehr viele junge Spieler in der Mannschaft. Da zähle ich mit meinen 28 Jahren schon zu den erfahrensten. Ich denke, wir werden die Niederlage sportlich sehen. Es ist ein Beinbruch für uns natürlich, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns da gemeinschaftlich rausziehen. Es gilt, die Fehler anzusprechen, die wir auch gerade beim 2-0, die dann der Nackenbruch für uns war. Aber ich denke, nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass wir viel Potenzial in der Mannschaft haben. Wir haben überragende Typen in der Mannschaft. Wir sind absolut kompakt als Mannschaft. Ich denke, man hat es auch nach dem 2-0 gesehen. Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Wir haben weiter nach vorne gespielt, haben versucht, Aktionen zu setzen. Und ich denke, dass wir jetzt das einfach ein paar Tage ruhen lassen. Jeder geht in den wohlverdienten Urlaub. Und dann sehen wir uns in 4 bis 5 Wochen zum Rundenstart wieder, zum Vorbereitung. Aber man wird wahrscheinlich schon irgendwie die oberen Tabellenplätze bzw. Aufstieg angreifen, oder wie siehst du das? Ist es zu früh, da was zu sagen? Ja, ich denke mal, der Anspruch des Vereins ist es mit Sicherheit natürlich da oben mitzuspielen. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht sagen, dass wir Platz 5 bis 9 spielen wollen. Wir haben das dieses Jahr schon so genommen, dass wir gesagt haben, wir wollen womöglich jedes Spiel gewinnen, wollen nicht aufsteigen. Das war überhaupt nicht unser Ziel, auch wenn das von allen anderen Mannschaften so gesehen war. Ich denke, alles in allem haben wir gezeigt, dass wir eine Riesenrunde gespielt haben, und wenn wir das nächstes Jahr auch so angehen mit ein bisschen mehr Cleverness und uns da noch ein bisschen mehr einspielen, denke ich, wird dabei alles von alleine rausspringen. Benjamin, ich danke dir vielmals für das Interview und schöne Sommerpause und bis zum nächsten Jahr. Ja, ich danke dir auch, danke.